Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes von Shadowlorn. Ja, im letzten Part ist eine scheiße Menge passiert. Ich habe sogar nicht mal richtig den Part beenden können, so krass war es, was passiert ist. Ja, und nun befinden wir uns auf den Wolkenbrecher, nachdem wir den Giganten besiegt haben, und jetzt geht's mal weiter. Jetzt geht die Erforschung des Wolkenbrechers weiter und wahrscheinlich auch die nächste Mission. Wie es scheint, haben wir sich in den schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Aus allen Teilen des Reiches werden Angriffe durch Monster gemeldet. Aber warum tun sie das? Wir haben seit jeher friedlich zusammengelebt und auf einmal attackieren sie uns, wo sie nur können. Mehr als seltsam. Wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass es nicht die Personen sind, die attackiert werden. In Ingenua hatten sie es auf den Generator abgesehen. Wäre das Ganze leidlich ein blindwütiger Amoklauf, dann hätten sie sich definitiv auf ein solch strategisches Ziel konzentriert. Daraus folgt, dass die Kurzversion sollte reichen. Vielen Dank. Du hast damit sagen, was du damit sagen willst, ist, dass die Monster eine Art Missionsziel verfolgen, als sie uns attackierten? Ja, es ist durchaus möglich, dass jemand sie unter seine Kontrolle gebracht hat und sie zu seinem eigenen Nutzen manipuliert. Ja, den haben wir schon gesehen. Was auch immer der Grund sein mag, dies sind besorgniserregende Neuigkeiten. Dieses Rätsel muss um jeden Preis gelöst werden. Wir müssen herausfinden, was oder wer dafür verantwortlich ist, dass die Monster den Verstand verloren haben. Okay, darf ich weitermachen? Danke sehr. Ja, puh, also mit der Forschung sind wir, glaube ich, doch schon so weit fertig gewesen, aber da kam wieder der Story-Part. Ja. Gut. Ah, gut. Ich kaufe mal eben neue Sachen. So. Ah ja, gut, klar, die Waffen, die Sachen sind halt hier neu für Corrin und Alina. Isha Kra. So, da haben wir mal hier. Nice, der Mini-Medaillenmann. König Flaminio. Sei gegrüßt, Hauptmann. Ich bin, hast du mir Mini-Medaillen mitgebracht? Aber so wichtig ist nicht, dass er eine Stimme braucht. Ich bin nämlich der weltgrößte Medaillenliebhaber und Sammler. Und immer auf der Suche nach neuen glitzernden Prachtstücken, die man in der Sammlung zufügen kann. Soll ich dich entschließen, mir welche mitzubringen, werde ich dich reichlich dafür belohnen. Meine Sammlung umfasst sagenhafte Objekte, die ich dir im Tausch anbieten könnte. Gut, da du nun schon einmal da bist, wirf doch einmal einen Blick auf das, was ich anzubieten habe, ja? Welcome. Ja, 5 Medaillen, faszinierend. Sollte es dir etwas geben, was du begehrst, lass es mich wissen. Es wäre mir eine Freude, den Austausch mit Mini-Medaillen zu überlassen. Okay. Bereits erhalten, schnelle Goldkette. Okay, okay, okay. Das sind alles Rezepte. Rezepte zu haben eigentlich nie falsch. Feine Medaille. Sehr schön. Ja, möchte ich. Gelten die hier. Okay, Metall 80, leck mich ja Busch. Kann ich die auch nur einmal eintauschen, weil da will ich es direkt mal machen. Und naja, sehr außergewöhnlich eigentlich nicht. Ne, die kann ich jederzeit eintauschen, das ist gut zu wissen. Aber verstehe, die gelben sind einmalig, die weißen sind mehrmals. Verstehe, verstehe. Das ist nachvollziehbar. Gut, habe ich noch 2? Gut, da hole ich noch schnell die Beschwörungsglocke. Sehr schön. Das war's mit meinen Medaillen. Genau. Und nun der Alchemie-Opa. Willkommen. Ich bin der Alchemist hier auf den Wolkenbrecher. Ich kann aus Zutaten, die du mir bringst, Zubehör herstellen. Zutaten werden von Monstern zurückgelassen oder lassen sich in Truhen finden. Bringen sie mir, sobald du welche gesammelt hast, ja? Dann schauen wir, was sie herstellen können. Du brauchst natürlich das richtige Rezept. Diese werden ebenfalls von Monstern fallen gelassen oder lassen sich in Truhen finden. Eins nur recht selten, sollst du wissen. Da heute Eröffnung ist, werde ich dir gerne umsonst ein Rezept, ein paar Zutaten überlassen, damit du sofort loslegen kannst. Danken kannst du mir dafür später. Schnelle Goldring, okay, und die Zutaten. 3 Eisennägel, 2 Prisen Qualitätssalz. Ich wollte dir das Rezept zu zeigen, so wie es dann geht. Okay. Ich hoffe, das Rezept brauche ich nur einmal. Zerschmelzen. Willst du diesen Zeitpunkt nicht zerschmelzen? Noch zwei Superteile gleicher Art. Okay. Dann müssen wir herstellen. Okay.
Okay. Blöde Fliege. Explosionsresistenz, Resistenz gegen Abwehrentzug, kürzere Einfrierzeit, Blocken, Schaden gegen fliegende Gegner. Dafür habe ich, glaube ich, keine. Okay, schweres Ziel, leichtes Ziel, Resistenz gegen GNP-Entzug, Hilfe von Medici. Das ist gut. Habe ich denn schnell, klassisch, speziell? Okay. Okay, haben wir Spaß gegen Einführen, Abwehrentzug, Explosionsresistenz. Machen wir Blocken zu 10. Okay, es gibt verschiedene Arten von Rezepte. Okay, Alchemie kriege ich 10%. Was heißt das? Erfolg. Gut, kostet. Also, es kann auch in die Hose gehen. Okay. Alchemie-Rakel. Verstehe. Es kann zu 10% kann es passieren, dass der Gegenstand sogar noch besser wird. Max Hilfe plus 5 Effekt. Das ist nötig. Cool. Alchemist in Ausbildung. Oh, wahrscheinlich muss ich jeden Gegenstand das Alchemie-Ding jetzt einmal machen. Okay. Na gut. Upsa, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Gut, dann bin ich jetzt, glaube ich, mit der soweit fertig. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zur Weltkarte. Okay. Kann ich mich jetzt frei bewegen? Bitte. Wäre echt Knorke. Dies ist die detaillierte Karte des Reiches, das Resultat des Zusammenarbeits zahlreicher Forschungsinstituts. Es handelt sich hierbei um eine gewöhnliche Karte, musst du wissen. Dank des Einsatzes raffinierter Technik kannst du einen Kurs festlegen, indem du einfach den Zielort wählst. Oh, schau, ein neues Reiseziel. Wann immer du einen neuen Ort entdeckst, zu dem dich der Wolkenbrecher bringen kann, erscheint besagter Ort auf der Weltkarte. Und das, was du gerade auf der Karte aufgetaucht hast, ist Zirkok, oder? Der Ring des Schicksals. Wir sollen demnach als nächstes dorthin reisen. Zirkok, die Stadt im Herzen der Wüste? Genau die! Die Blühenoase mit der ausgedörrten Ödnis. Die Kombination aus Wüstensand und frischem fließendem Wasser übt den ganz besonderen Reiz aus. Doch ihr herausragendes Merkmal ist die Arena im Zentrum. Sie ist die größte im gesamten Reich und war der Schauplatz legendärer Kämpfe. Ach, welch wunderbare Erinnerung. Wurden dort nicht die großen Turniere abgehalten, von denen ihr eins, gewonnen habt, Majestät? So ist es. Es sind eben diese grandiosen Turniere, die seit jeher Mensch und Monster nach Zirkut locken. Eine weiche, geschäftige Stadt voller Leben. Das bedeutet, dass wir, falls sich auch Zirkel und ähnliche Ereignisse wie andersrum abspielen, uns auf Kämpfe vorbereiten müssen, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Das klingt nicht gut. Wir sollten uns sofort auf den Weg dorthin machen. Es ist also entschieden, Euer Majestät. Wollt ihr mir die Ehre machen? Aber natürlich. Maschinen voller Kraft raus. Wir fliegen nach Zirkel. Aha. Story. Verstehe. Finde ich ja cool. Das Ding war wirklich einfach ein Schwertcursor. Aha. Die Weltkarte ist noch nicht sehr groß. Ich kenne nach Iginur und Aboria. Okay. Hauptaboria und den Ästen des Weltenbaums. Nett. Cross Rekrut. Monsterliste. Perfektioniere deine Kämpfe. Das können bei den Scharmützen mit einer mächtigen Monsterschar und Schloss Aboria. Ich kann also die Schlachten wirklich neu erleben. Das ist gut. Soll ich das machen? Ich weiß nicht, inwieweit das nützlich wird und notwendig ist. Ich denke mal, ich mach's mal. Außerdem, wenn du gegen feindliche Kämpfe siegreich warst, kannst du jederzeit wieder besuchen, die Monster dort nach Belieben zu bekämpfen. Eine gute Methode, um zusätzliche Erfahrung zu sammeln, um Gold und Zutaten zu schweigen. Um vorab einzusehen, welche Monster du in bestimmten Area gegenüberstehst, drücke die Touchpad-Taste, bevor du das auswählst. Ach ja, wenn du einen bekannten Bereich wieder besuchst, kannst du dort so lange bleiben, wie du willst. Nutze einfach die Hintertür, wenn du zurück zum Wolkenbrecher möchtest. Erstmal nicht. Monsterliste, Hämmerling, Skelett, Schlein, Draco, Magus. Ja. Nichts Ungewöhnliches. Also so funktioniert es also. Aber trotzdem werde ich halt wahrscheinlich nach wie vor einfach von Schlacht zu Schlacht geführt und dann halt in Wolken, jetzt aber in Wolkenbrecher, jetzt sozusagen mal nach jeder Chance Pause zu machen.
Gut, jetzt kann ich einfach hier in Arboria kämpfen. Okay. Wahrscheinlich ist es eher als One-Hitter. Na gut, nicht die Skelette vielleicht, aber die Schleimis. Die Schleimis werden wahrscheinlich alle One-Hit sein. Na. So, haben wir noch eine Schleimmedaille. Also neue Medaillen kriege ich hier schon mal nicht. Das steht schon mal fest, weil ich ja die Schleimmedaillen von den Kreaturen hier schon alle habe. Aber was auch ganz gut ist, die Tatsache eigentlich, dass ich hier auch mal nach Medaillen gucken kann. Was auch definitiv praktisch ist. Inferno-Hieb. Falsche Richtung. Naja, egal. Ich bin eher gespannt, wie jetzt sich das hier ausüben wird. Also wie ich richtig verstanden habe, ist es wirklich einfach nur frei kämpfen. Und wir können halt wirklich einfach kämpfen, solange wir wollen. Und ja. Ich werde mal gucken, dass ich erstmal alle Monster platt machen werde. Vielleicht ist ja das sozusagen das Ziel. Sozusagen, also wenn ich hier eine Monster platt gemacht habe, das hat auch als abgeschlossen zählt. Und wie gesagt, am praktischsten finde ich eine Horde Monster erschienen. Okay. Tatsache, ich würde einfach nur sagen, von wegen hier, mach die Monster platt. Autsch. Dafür mit schon. Es ist wirklich einfach nichts, freier Kampf quasi. Gut, dann erstmal hier noch ein bisschen Monster rausholen. Und nochmal. Sie machen auch keinen Schaden mehr. Das ist so gut. Gut, ein Schaden ist in meinem Fall noch ist immer noch Schaden, klar, weil so viel Leben habe ich ja noch nicht. Aber das Schlimmste ist eigentlich schon vorbei, so gesehen. Ich habe gerade einen Beutel gesehen. Noch ein Horde-Monster. Okay, okay, okay. Ah, da ist ein Magi, okay. Da kann ich immer noch nicht durch. Glitchko. So, aber ich glaube, da oben, da war ich noch gar nicht. Wieder am besten finde ich eigentlich die Tatsache, dass ich hier sogar theoretisch nochmal nach Monster, nach Medaillen suchen kann. Und wie gesagt, ich habe auch die Tatsache ist praktisch, dass ich halt. Ah, seht ihr, da ist noch eine Kiste. Ich kann hier nochmal alles absuchen, das ist super praktisch. Ich kann hier nochmal Loot farmen, das ist auch eine gute Sache. Ich habe noch ein Skelett bekommen, das ist in Ordnung. Und es ist keine Meme-Medaille, gut. Ein Qualitätssatz, das ist in Ordnung. Wie gesagt, praktisch liegt eigentlich echt die Tatsache von wegen, dass ich jetzt sagen kann, jo, die Sachen hier, ah, verdammt. Na gut, der kann es auch weg. Das war der Falsche. Jo. Ah, und direkt jetzt auch wieder noch. Doch, super. So, Fledia macht ja nur kurz einen Angriff. Ist ja auch noch in Ordnung. So, aber wie gesagt, wo war ich denn? Wo war ich denn überall nicht? Das ist eine große, große Preisfrage. Aber ich glaube mal wirklich, dass wir sagen, einfach sagen. Wir haben jetzt das Prinzip verstanden. Hintertür. Meine, wir haben hier von keinen größeren Nährwert. Also, ich finde es ein bisschen komisch. Aber ist so. Von welchen Nährwert hat es dann, dass die Camp nochmal machen kann, außer dass sie halt noch ein bisschen looten kann? Ich finde es gut, dass man es kann. Keine Frage. Weil ich krieg noch ein bisschen Erfahrungspunkte und so. Ich krieg noch ein bisschen Gold. Die Beute. Das ist eigentlich alles sehr praktisch an sich. Aber ich finde es irgendwie. Na, ich weiß nicht. Hey, die Kiste war. Hier werden alle Kisten wieder aufgefrischt? Durchaus möglich, weil die Kiste habe ich definitiv geöffnet. Und die auch. Okay, die Kisten werden hier auch nach jeder Mission, nach jedem Besuch. Das ist cool. Okay, nichts Wichtiges. Na gut, wenn es wichtig wäre, hätte er das Buch. Was die beiden machen, habe ich auch keine Ahnung. Die geben wahrscheinlich eine Information. Hals. Die werden wahrscheinlich nur irgendwie Informationen geben. Gut, wenn wir von hinten ansprechen. Von hinten hin. Dann kriegen wir einfach nur ein bisschen Tratsch. Ist okay.
Ist okay. So. Pokale und... Was ist... steht erst noch bevor. Ach, das sind wahrscheinlich Turniere und so. Ja, das werden irgendwie Turniere sein. Und das sind wahrscheinlich hier Gesuchlisten sein. Verstehe, verstehe. Ich bin verstehend. So, dann schauen wir doch mal kurz in den Ausrüstung nach, weil... Ach, hier kriegst du... Ist ja schon... Super. Goldschutz 1, klar. Blöde Frage. Kostüm Standard. Ah, wir kriegen noch neue Kostüme. Das ist cool. Das ist cool. Nicht ausrüstbar. Gut, auch nicht... Auch kein Schild ausrüstbar. Das ist vollkommen in Ordnung. So, Aktionsliste, Kampfarchiv, Inventar, Zutaten, Rezepte, Briefe, Schatzkarten, schlange Karte, Karte versteckt einer Schar schleimiger Soldaten, angesenkte Karte, Karte versteckt eines bedrohlichen Drachen, Kolossalkarte, Karte versteckt eines tiefblauen Titan. Was mache ich mit denen? Halt, Moment, ich hätte es mal kurz lesen können. Ach, da kann ich halt einfach zuweisen. Gut, mach ich gleich mal. Schatzkarten. Theoretisch noch Typ. Was bisher geschah? Talentpunkte zuweisen. Weder ein Charakter, das Talentpunkte zuweisen willst. Danke für die Erklärung. Weder Talent, außer zu lernen möchtest. Okay. Nähere Angaben. Ruf einen feurigen Tornado dabei. Inferno Schieb haben wir schon. Der Flammen. Kann ich es verbessern? Also lernen. Nein. Inferno hier, Flammen hier, Punkte 6. Kann ich überlernt. Okay. Was ist denn hier? Wiederholter Flammen, mit während Flammen, während zu drei Flammen hier an, um das anzugreifen. Okay. 20 Uber. Okay, okay. Steigert die Weisheit um 5 Punkte. Stärke, Magie, Leben. Ja, Leben ist immer gut. Der Leben ist immer gut, wie gesagt. Der Stärke ist auch nicht falsch. Und Rüstung? Klar, warum nicht? Ich meine, hier werde ich das hier werde ich eh alles beibringen. Bei Effekten. Großes Geschick steigt die Geschick ein wenig. Ah, gut, okay. Okay, auch das gleiche. Okay, okay. So, dann machen wir hier erstmal das gleiche. Jetzt bin ich erstmal nur dabei, halt. Jetzt, wo ich weiß, wo es geht, werde ich es auch machen. So, mehr Stärke. Weil mehr Stärke ist mehr Stärke, ist ja klar. Ich hoffe nur, dass halt die Talentpunkte, der Talentpunktezuwachs hier ein bisschen besser ist als sonst wo mir bekannt. So, positiv. So, sie ist auch fertig. Das mache ich jetzt nochmal mit Doric. Die werden zu Anfang ziemlich identisch erstmal sein. So, also, wie gesagt, ein bisschen mehr Leben ist immer gut. Ein bisschen mehr Stärke ist auch gut. Ich schätze mal, dass auch die anderen Sachen auch alles sein werden. So, also mehr Leben und so. So, und last but not least, auch sie das gleiche. Ha, genau das gleiche. Ah, und sie hat da Sternchen, das heißt, das kann sie wahrscheinlich zweimal aufleveln. Vermute ich mal. Ich meine. Vage Vermutung, eine ganz vage. So. Dann auch hier. Ist ja sogar bei Wetter, wie scheint. Okay, Feuerflammenvogel. Feuervogelwurf meine ich. Ah, da ist ein neues dazugekommen. Why not? Ach, Level 1, Level 2, Level 3. Jetzt verstehe ich es. Okay. Oh, je, meine. Also hier auch das Standardprozedere erstmal. Erstmal das Standardprozedere hier. Ja, das, ich glaube, ich könnte den Part jetzt eigentlich an der Stelle auch beenden, weil so viel mehr wird auch nicht mehr passieren. Vor allen Dingen, weil ich halt wieder gleich eh durch nach erinnert noch Cairo. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die AP ausgegeben werden. AP, Talentpunkte meine ich. Wo die ausgegeben werden, weiß ich jetzt endlich auch mal. Kostet mich 6, kostet mich 15 auf die Scheiße. Okay, also noch 3 übrig. Kriegst du auch ein bisschen mehr MP. So, Cairo. So, kriegst du noch den hier. Und ansonsten kriegst du das gleiche Zeug wie die anderen auch.
So, dann nochmal hier. Ja, ja, ja. Ich bin zu schnell. So. Dann will ich aber auch sagen, liebe Leute, sobald ich mit Cairo fertig bin, beenden wir den Part. Und dann geht's dann auf in die Wüstenstadt, wo wir Dinge tun werden. Gar schreckliche Dinge. Hoffe ich zumindest. Also, ja, ich hoffe, dass wir schreckliche Dinge tun werden, ja? Hm, verstehe, so klar. Was, der kann Wupp? Okay. Das ist heftig, dass er Wupp und Schwupp kann. Aber okay, why not? Gut, dann, liebe Leute, ich wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal dann in der Wüstenstadt, wenn ihr es wollt. Macht es gut!